Und weiter geht's mit einer neuen Folge Russian Fishing 4. Und wir sind wieder mal hier an der Tunguska. Es wurde mal wieder gepatcht. Und es wurde einiges geändert. Es wurde zum Beispiel Vacu-Rig beim Schleppen auf dem Boot genervt. Die Ratten, die Mäuse wurden genervt. Und die Jerks wurden genervt beim Schleppen. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, gehst du doch auch mal ins Boot, schleppst mal ein bisschen rum. Und zwar gar nicht so ganz aktiv, sondern haust hier einfach mal auf den Blinker. Gucken wir uns gleich mal im Detail an. Auf den Blinker haust du einfach mal raus, machst den Motor aus und lässt dich schön hier ein bisschen treiben. Schön vom 11 Meter Loch runter bis hinten, bis es nicht mehr geht. Und ja, da ich ja zuletzt so viel Spaß hatte mit den Vaikos, habe ich mir gedacht, komm, schmeiß mal die Vaiko-Köder rein und es lübt auch ganz gut. Sieht bisher ganz vernünftig aus. Was haben wir hier? Seesaibling, jawohl. Ist natürlich seit dem Gewässer ist das jetzt nicht zwingend der beliebteste Fisch. Hier haben wir nochmal einen dritten. Raus damit. Der Seesaibling, nichtsdestotrotz ist es ein Fisch, der wirklich vernünftig Kohle bringt. Und den kann man, glaube ich, ruhig mal mitnehmen. Also so schlimm ist es nicht. So ein Nelmer ist natürlich interessanter, ne? Also ich habe jetzt hier links einen Vaiko, rechts einen Vaiko. Hier in der Mitte habe ich jetzt mal einen Hunter dran. Und den, das war ein Tipp aus dem Ingame-Chat. Alter, versuch doch mal auch ruhig die riesengroßen Haken, die 6-0er. Und ja, habe ich mal ausprobiert. Habe ich auch mal ausprobiert am Bach. Und ja, auch da drauf beißen. Wie soll es anders sein? Auch darauf wird gebissen. Das sind zwar keine Puschelhaken, aber es funktioniert. Und ich hatte den Eindruck, dass Buckellachse, wenn die darauf gehen, schon um einiges größer sind. Das war gar nicht verkehrt, ey. Gucken wir jetzt hier gerade nochmal eben bei dem Setup, wie das zusammengebaut ist. Eppa, da kommt schon gerade der zweite raus hier. 35 Kilo Hauptschnur, 27 Kilo Fluorocarbon und der Vaiko mit 25 Gramm. In Blau. Ballern wir mal raus hier wieder. Schön ab in die Rinne. Und dann abstellen. Und hier habe ich auch nochmal den Vaiko. Da haben zuletzt... Guck mal, ist schon wieder was dran. Da haben zuletzt auch die Buckellachse drauf funktioniert. Das ist ja jetzt einer mit 14 Gramm. Ich nehme nochmal einen größeren. Diesen Vaiko hier. So. Zack, auch raus. Läuft. Ist da schon was dran? Ja, tatsächlich. Aber auch, ach, was ganz Kleines noch. Und ich glaube, dass das Schleppen, wie gesagt, heute Nachmittag war ich da kurz on, hab das mal eine halbe Stunde probiert und ich hatte dann in 35 Minuten knapp 300 Silber. Einfach nur die Strecke hier zwei, dreimal rauf und runter gefahren. Und es war wirklich okay. Also, das kann man wirklich ganz entspannt machen. Vor allem hat man nicht das nervige Motorengeräusch die ganze Zeit im Hintergrund. Der blaue funktioniert. Der blaue Vaiko. Und es ist ein kleiner Buckellachs. Etwas verformt im Gesicht, aber Buckellachs. Lübt, ey. So, weiter geht's. Ja, mit Vacu-Rig hieß es ja, genervt. Das ist natürlich wirklich mies. Ich kann das gerne nochmal ein bisschen ausprobieren hier. Bauen wir mal eben Vacu-Rig zusammen. Normalerweise war es ja wirklich so eine relativ, also recht schnelle Bissfrequenz. Beim Schleppen bzw. beim Treiben lassen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch als Schleppenregelrecht zählt, wenn man hier sich einfach treiben lässt.
ob das im Game irgendwie vermerkt ist, dass es trotzdem irgendwie schleppen ist. Ich hatte mit Vecurig auch noch ein bisschen probiert, hier am Seitenarm rumzuangeln. Da sind auch ein paar Forellen dran gegangen. Dann hatte ich das mit dem Grundangeln da probiert. Viele Muscheln waren dran an der Seite. Diese Regenbogen Fischchen da und so. Also viel Kleinkram geht da dran. Ab und zu mal eine Groppe. Aber richtig effektiv ist es da nicht auf Grund. Oder einfach noch ein paar andere Köder finden vielleicht. Da geht dann doch noch was. Aber das ist schon hier. Das ist schon ganz hart vom Nerf. Das ist schon deutlich weniger. Abgefahren, ne? Da geht einer dran. Ich meine, die Frage ist ja, wie hart nerft man sowas runter? Oder sagt man einfach, pff, na, kannst du knicken, beißt eh nichts mehr an. Dann kann man auch sagen, nö, Vecurig vom Boot aus geht nicht mehr. Aber hört sich halt noch blöder an, ne? Wenn man sowas sagt. Abgefahren, ey. So, ziehen wir mal was raus hier. Alter, Amurwels, schön. 1,2 Kilo. Finde ich fair. Auf den Lilanen. Mehr davon, gerne mehr davon. Da geht noch einer. Oder auf A1 müsste noch einer sein. Ja, da geht noch was dran. Also, ziehen wir den nochmal eben raus. Oh, ein Hecht. Ein Hecht. Wie das in der Nacht ist, habe ich noch gar nicht getestet. Ich habe es bisher nur tagsüber getestet. Gucken wir uns auch gleich einfach mal an, was so die Nacht dann macht. Ist das Wasser ein bisschen verändert? Es sieht so anders aus, so bläulich, so lila. Wurde das Wasser verändert? Nach dem Patch? Und da geht auf beiden noch was dran. Sehr gut, ey. Sehr gut. Auch nur ein Saibling. Aber heißt, das Ding triggert. Das ist gut. Und hier schon wieder auf dem hellblauen auch nochmal ein Saibling. Sehr gut, maßig. Tipptopp. Und dann holen wir uns nochmal eben gleich ein neues Bootsticket, bevor es hier abläuft. So, Bootsticket aktualisiert. Weitermachen. Route 1 raus. Route 2 wieder raus. Und Route 3 ebenfalls raus. Und vor allem erstmal Licht anmachen. Wird ja langsam dunkel hier. Und dann schön weiter schleppen. So ganz weit weg sind wir jetzt nicht mehr hier vom... Hoppala, da geht schon... Oh, oh, oh. Vom Ende der Map. Ja. Da vorne sind sie schon in Sicht hier, die Pömpel. Da ist da auch noch einer dran. Geht das ab hier in der Nacht? Oh ja, klar. 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 1,5 Kilo. Barsch. Was sonst? Barsch kann er. Und da geht's direkt weiter. Abgefahren. Da geht's direkt weiter auf der anderen Route. Ei, nee, schon wieder ein Hecht. Uff.
Nee, doch. Und weiter geht's. Ja, so muss das sein, ey. So muss das sein. Nachts habe ich noch gar nicht probiert, ey. Aber bin ich ganz zufrieden. Wenn das so direkt losgeht hier am frühen Abend. 22 Uhr jetzt gerade. Zack, frisch ausgeworfen. Saturi. Und Alter, geht auch. Oh, geht in die Bremse sogar. Alter. Komm, gib mir den fetten Nelmer. Das wäre doch was, ey. Okay. Also einen Timen hatte ich bisher noch nicht da drauf, auf den Blinkern. Ist natürlich auch durchaus möglich, dass der da vielleicht mal drauf geht, aber bisher nicht. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich meine, die sind jetzt nicht so verkehrt, auch von der Kohle, auch im kleineren Bereich. Aber die kämpfen halt deutlich härter. Gucken wir mal, was jetzt hier dran ist. Da kann doch mal ein bisschen was gehen jetzt hier, ey. Ja, fast eingekurbelt. Jawohl. Schöner Saibling nochmal. 6,5 Kilo. Geiles Ding. Geiles Ding. Da bringen die auch gut Kohle. 30, 40 Silber waren das, glaube ich, sogar. Wie weit sind wir? 17er Loch jetzt gleich. Okay. 17er Loch. Na, gucken wir mal. Ja, wir haben es bald 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens. Die Nacht über war jetzt nicht so viel los. Das heißt, ein bisschen Kleinkram. Eine Muschel ist mit dran gegangen und sowas. Leider auch kein Wels mehr. Und jetzt bin ich gerade nochmal ein Stückchen weiter hochgefahren. Nochmal so über das 17er hier durchschleppen. Und ansonsten teste ich jetzt auch gerade nochmal. Nein. Erstmal fahren wir nochmal ein bisschen zurück. Die verschiedenen Hunter in den verschiedensten Größen. Und da geht noch einer rein hier. So. Da haben wir nochmal einen fetten Seesaibling. Alter Falter. Die Saiblinge heute, ne? Unnormal. Unnormal. Hinsetzen, weiterfahren. So, schauen wir mal eben rein. Was hat das nächtliche Rumschleppen denn hier so gebracht? Es sind auf jeden Fall jede Menge Saiblinge gewesen. Komplett Saibling, 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 Saibling. Und wir sind insgesamt bei 226 Silber. Weniger als beim letzten Mal, wobei ich halt beim letzten Mal den Tag über das ausprobiert habe. Jetzt haben wir 9 Uhr morgens und ich mache mich jetzt nochmal hinten an den Bach und probiere da mal ein bisschen weiter. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Hier kommen noch mehr Videos. Bis dahin.